Stößchen. Es ist schon wieder gut. Heute sitzen wir in einer wunderbaren Freundesrunde zusammen, beim Robex natürlich, wo viele Leute sagen, der Richter ist da daheim. Aber wir machen heute eine Degustation der Biere. Und ich bin ein Meckhatzer-Fan, am liebsten natürlich vom Fass, aber so temperiert wie es hier ist, so vollmundig, wie das mit meinen Freunden hier zu genießen ist, ein Traum. Ich darf schnell unterbrechen, ich muss nochmal eintrinken. Herrlich, Freddy, was sagst du? Ja, also ich habe die Ehre, das gepflegte, dunkle Kellerbier der Goldochsenbrauerei zu probieren. Ich muss sagen, sehr süffig. Und es schaut natürlich beeindruckend stark aus, hat aber nicht mehr Alkohol wie ein normales Bier. Ich glaube, jetzt gebe ich mal weiter zum Chef, der müsste ja alle seine Biere am besten kennen, der trinkt ja am meisten von uns. Heute Abend besteht die Gefahr dafür. Ich möchte gerne vorstellen, zuerst mal vor euch, wenn ihr erlaubt, das Goldochsenpilz, dazu eine kleine Geschichte. Als 16-, 17-Jähriger bin ich immer von Memmingen nach Karlsruhe gefahren, in Zwischenstationen. So lernte ich das Goldochsen kennen. Ich möchte euch gerne vorstellen, den Ottfried Richter, unseren Musikschulleiter, ich pflege zu sagen, unseren Musikdirektor hier in Memmingen und natürlich einer der führenden Steuerberater hier in Memmingen und bekannt mindestens wie ein guter Wirt, der Manfred Schreiber. Manche sagen auch Schneider, aber nicht alle. Ich probiere mal einen Schluck, gebe mein Urteil. Ich habe zwar schon ein paar getrunken, aber ich muss nochmal auf Nummer 7 gehen. Das war noch zum Wohle. Ja. Zum Wohle. Wunderbar. Was das Goldochsenpilz auszeichnet, ist das Vollmundige und doch Herbe. Es gibt wunderbare Pilze, die wir anbieten, wie das Jever oder das Becks. Das Becks ist alleine schon gut, weil es vom Rohrbecks ableitet. Aber das Becks ist ein gutes Bier. Liebe Freunde, wir freuen uns auf einen schönen Abend. Wir stecken ja eigentlich mittendrin. Und wir können unsere Biere empfehlen, habe ich gerade gehört. Wunderbar, dann würde ich sagen, da trinkt man drauf. Es trinkt mal Kölner Scholle. Sehr fein. Zum Wohle. Enchanté. Ein Genuss.